Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute gibt es für euch den XXL Gartenrundgang im Monat Oktober und ich habe für euch zwei Themen. Einmal Hühner halten im Foliengewächshaus und Knoblauch stecken im Herbst. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video und los geht's. Wenn ihr neu hier auf meinem Kanal Felix Hobbygarten seid, dann abonniert mich doch gerne kostenlos unter diesem Video hier. Ganz einfach mit einem Klick, ist auch kostenlos, dann verpasst ihr nämlich keine weiteren Gartentipps mehr von mir. Warum möchte ich Hühner im Foliengewächshaus halten? Das klingt erstmal sehr skurios. Erinnert ihr euch noch an mein letztes Video? Ich blende euch hier mal einen kleinen Ausschnitt von ein. Der Rasen wächst hier wie nirgendwo anders mehr in ganz Deutschland. Der wächst hier so gut, aber den muss ich natürlich noch rausbekommen. Da ist jetzt das nächste Problem. Habt ihr auch einen Folientunnel? Dann schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das gemacht habt. Daraufhin haben mir sehr viele Zuschauer drei Möglichkeiten geschrieben. Die am meisten genannte Möglichkeit war, das Ganze mit Pappe auszulegen und einfach zu warten. Das war mir allerdings ein zu langweiliger, zu langsamer Prozess. Zweite Möglichkeit war es, das Ganze umzufräsen. Was da der Nachteil ist, der Rasen war riesengroß. Ihr habt es gesehen, hätte ich erstmal alles abmähen müssen, die Rasenkante abnehmen müssen und dann hätte ich erst fräsen können. Wäre auch sehr viel Aufwand gewesen. Was habe ich also gemacht? Ein Zuschauer von euch hatte mir den Tipp gegeben, hol doch deine Hühner rüber und setz sie in den Folientunnel. Was habe ich also gemacht? Ich habe den Rasen abgemäht, habe einen kleinen Hühnerstall reingebaut, eine Sitzstange, einen Stuhl für die Hühner, habe ein schönes Heunest gemacht, das ganze Futter rübergeholt und jetzt sind die Hühner hier den Winter über in meinem Folientunnel und dort sollen die Hühner dann sozusagen die ganze Arbeit für mich erledigen. Jetzt gehen wir hier in das Foliengewächshaus rein. Ja, und so sieht das Ganze hier von innen aus. Erstmal provisorisch Futternapf, Wassernapf als alten Blumenkübel. Dann haben wir einfach eine Holzstange, die wir hatten, als Sitzgelegenheit genommen. Hier war noch ein alter Stall vom Tierheim, den wir einfach als Schlafplatz genutzt haben. Hier haben wir zusätzlich jetzt noch eine Kiste. Da haben die Hühner bisher schon zwei Eier reingelegt. Hier haben wir dann einfach noch einen Stuhl und da einen Stuhl stehen. Da sitzen die ab und zu mal auf der Lehne drauf. Und der steht auch einfach da, damit wir diese Sitzstange befestigen können. Und wenn wir uns jetzt einmal den Boden hier anschauen, ich nehme die Kamera mal einmal mit. Wenn wir uns jetzt mal den Boden hier anschauen, dann fällt schon eins auf, die haben an manchen Stellen schon sehr gut angefangen zu kratzen. Auch da hinten kann man es sehr gut sehen, die Hühner haben schon ordentlich gekratzt hier. Ja, und jetzt nehmen wir die Hühner mal mit nach draußen und in der Zeit pflanzen wir dann auch den Knoblauch. Knoblauch stecken im Herbst, auch ein sehr aktuelles Thema. Ich habe mir dafür zwei Sorten rausgesucht und zwar ist das hier einmal der Knoblauch Germidur von Sperli und der Knoblauch Messidrome von Sperli. Eine gute Empfehlung von Zurück zum Garten vom Dennis. Deswegen habe ich mir die beiden Sorten auch besorgt. Ja, was kann man falsch machen beim Knoblauch stecken? Eigentlich nicht sehr viel. Dennoch möchte ich euch ein paar Tipps geben, die sehr wichtig sind. Und zwar ist der erste Tipp, Düngen. Am Ende der Saison sollte man denken, ist der Boden gut durchnährt, weil die ganzen Pflanzen da waren und die Wurzeln eingearbeitet wurden und so weiter. Dem ist aber nicht so. Ich bringe jetzt einfach hier nochmal ein bisschen Animalin-Biodünger drauf aus, damit die Pflanzen einen guten Start kriegen. Denn am Ende der Saison sind sehr viele Nährstoffe verbraucht. Ich hatte hier vorher Starkzehrer drin, hier war eine Paprikapflanze, da waren die Möhren. Und hier waren auch noch Erbsen drin. Da sind auf jeden Fall ein paar Nährstoffe dann weggegangen. Dann ist es wichtig, den Knoblauch sehr, sehr tief in die Erde zu stecken. Ich meine jetzt natürlich nicht 30 cm rein, aber ihr solltet schon mit dem Finger ordentlich in den Boden reingehen und in die Knoblauchzehe sehr tief setzen. Denn was passiert in der nächsten Zeit, wenn der Knoblauch keimt? Es werden Wurzeln gebildet und diese Wurzeln drücken den Knoblauch wieder sehr nach oben und dann habt ihr es nachher so, dass der Knoblauch oben drauf sitzt. Das gleiche ist übrigens auch bei Zwiebeln so. Oft denkt man sich ja, die Vögel haben das rausgeholt, aber es kann auch einfach passieren, dass eure Pflanze nach oben gedrückt wird durch die Wurzelbildung und das dann so aussieht, dass da irgendwelche Tiere dran waren. Letztendlich ist es kein großer Tipp, aber einen, der euch das Ganze sehr gut vereinfacht. Denn das Wichtigste bei dem Knoblauchstecken ist einfach nur zu düngen und richtig tief zu setzen. Was anderes mache ich auch nicht und es hat bei mir bisher in den vergangenen Jahren so immer sehr gut geklappt. Das war der Knoblauch. Germidur ist übrigens so eine Sorte, die leicht lila ist, sehr gut. Auch hier
Pflanzzeit September, Oktober, Erntezeit dann Juni, Juli. Was sage ich zum Abstand? Ja, ich mache immer so eine Hand zwischen frei. Das sind ungefähr 2 Knoblauchzehen dazwischen. Also 2 fertig ausgereifte Knoblauchzehen, damit später dann auch noch ein bisschen Platz ist. Auf Instagram habe ich neulich einen Livestream gemacht und habe mit meinen Zuschauern darüber gesprochen, wo die so den Knoblauch einsetzen. Viele pflanzen ihn auch ins Hochbeet, manche pflanzen den Knoblauch ins Freiland. Aber da kam auch noch eine sehr coole Idee, wie ich finde. Und zwar hat einer gefragt, kannst du nicht mal den Knoblauch im Gewächshaus anbauen? Denn da sind ja wirklich richtig optimale Bedingungen, richtig super Bedingungen drin, um generell Pflanzen anzubauen, ob die beim Knoblauch dann auch so super sind. Weil Knoblauch ist ja eigentlich eher so ein Zwiebelgewächs, was nicht so super viel Wärme braucht. Die kommen ja auch über den Winter ganz gut im Freiland zurecht. Aber wir haben uns überlegt, wir machen mal den Test und pflanzen jetzt tatsächlich Knoblauch ins Gewächshaus. Falls ihr gerne mehr über mich erfahren wollt, dann schaut doch gerne mal auf meiner Webseite www.felixhobbygarten.de vorbei. Dort findet ihr noch weitere Artikel über mich, wie ich zum Beispiel mit 12 zu meinem Hobby zum Gärtnern gekommen bin. Im Gewächshaus, da ist zwar schon sehr gute Erde drin, ich habe hier aber noch einen Komposthaufen, der ist jetzt ungefähr 1 Jahr alt. Und diese schöne, feine Komposterde, die werden wir jetzt noch mit ins Gewächshaus kippen und da werden wir dann den Knoblauch drin einpflanzen. Das heißt, wir werden diese Erde mit der alten Erde vermengen und da dann den Knoblauch reinsetzen. Aus was ist diese Komposterde? Die Komposterde besteht hauptsächlich aus Rasenschnitt und Laub, den wir jetzt im letzten Herbst, als wir diesen Garten hier angelegt hatten, über hatten. Da haben wir hier so einen Grünschnittkompost, sage ich mal, gemacht. Das ist eher so leichtes Material, was wir da im Herbst über hatten. Kommt mal näher und schaut euch das mal genauer an. Also ich finde, das ist mal richtig gesunder Boden, richtig gesunder Kompost, den wir da jetzt mit einarbeiten. Der Vorteil von so Pflanzenmaterial und Kompost ist natürlich ein sehr hoher Humusgehalt, das heißt sehr viele Pflanzenteile auch da drin, die Nährstoff und Wasser sehr gut speichern können. Ist natürlich auch sehr locker und so können sich die Wurzeln da sehr gut drin bilden. Ja, der Rest von meinem Kompost, der kommt dann irgendwann in den Folientunnel, wenn die Hühner da soweit die Rasenkante weggefressen und umgegraben haben. Ja, ich gebe es zu, ich habe es immer noch nicht geschafft, hier die Gewächshaustüren einzubauen und ich habe es auch immer noch nicht geschafft, den Müll hier wegzuräumen. Ja, ich werde es aber auf jeden Fall im Winter mal in Angriff nehmen, dass wir dann im Frühjahr hier auch wirklich pünktlich im Gewächshaus starten können. Jetzt hole ich mal die Komposterde. Hier vor, da könnt ihr jetzt übrigens sehen, habe ich mir schöne Beetplatten reingetan und das ist von der Firma Garantia. Ich werde euch die auch mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Das ist jetzt natürlich die Frage, wie mache ich das? So. Das ist, glaube ich, der einfachste Weg. Wo kommt der Knoblauch hin? Ich sag mal direkt am Anfang. Da kommt dann auch ordentlich Kompost mit zwischen. Kompost ist zwar sehr gute Erde und hat auch sehr gute Eigenschaften für ein gesundes Bodenleben. Düngen ersetzt das Ganze aber trotzdem nicht, denn man weiß nie, wie viel Nährstoffe jetzt letztendlich in dem gemähten Rasen oder in dem herabgefallenen Laub letztendlich drin waren. Deswegen dünge ich immer noch trotzdem ein wenig zusätzlich. Auch hier dann das gleiche Prinzip. Knoblauch sehr tief stecken. Wir fangen jetzt hier noch mit dem weißen Knoblauch an. Sorte Messidrome. Und dann kommen wir zum lila Knoblauch Germidur. Falls euch jetzt in diesem Video die beiden Themen nicht komplett ausgereicht haben und ihr noch Fragen dazu habt, könnt ihr die gerne in den Kommentaren stellen. Ihr könnt aber auch oben rechts meine Infokarte gucken, denn dort habe ich euch die beiden separaten Videos zu den einzelnen Themen von mir verlinkt.
Ein vollständiges Knoblauchstecken in 3 Minuten und Hühnerhalten im Garten 2020 habe ich nämlich schon aufgenommen und das findet ihr schon oben rechts in der Infocard. Trotzdem für euch nochmal das Knoblauchstecken im Herbst ganz kurz zusammengefasst. Knoblauchstecken kann man im September und im Oktober, dann wechselt Knoblauch im Winter schon mal ein wenig vor und ihr habt deswegen eine verfrühte Ernte. Kompost könnt ihr super einbauen in den Boden, um den Boden zu verbessern. Dennoch solltet ihr das Düngen nicht vergessen. Knoblauch dann so tief in die Erde setzen, dass wenn die Wurzeln die Knoblauchzehe wieder hochdrücken, dass die Knoblauchzehe dann zur Hälfte über der Erde und zur Hälfte unter der Erde ist. Das ist optimal. Jetzt schauen wir uns nochmal meine Hühner an, denn die sind hier schon im Garten unterwegs. Zeige ich euch nochmal so ein bisschen meinen Garten hier und die Hühner, wie die mir hier helfen, den Garten sauber zu halten. Die Hühner sind jetzt mittlerweile ja 1,5 Wochen hier. In der letzten Zeit, was habe ich hier im Garten gemacht? Ich habe Gründüngung überall angebaut, ich habe die Hirse vollständig abgeerntet und schon rausgenommen. All das, was noch hier war, habe ich dann quasi abgeerntet und rausgenommen. Das Einzige, was noch steht, sind dahin die Paprikas, Grünkohl, da hinten steht noch Rosenkohl. Aber ansonsten ist hier wirklich schon sehr viel Gründünger und schwarze Erde. Ja, da vorne steht noch lila Blumenkohl, den habe ich euch vor einiger Zeit schon auf Instagram gezeigt. Also ist auch immer ein sehr gutes Argument, mir auf Instagram zu folgen. Auch hier die Erbsen, die hier noch wachsen, die habe ich euch schon vor kurzem auf Instagram gezeigt. Die blühen tatsächlich noch und es sind sehr viele Erbsenschoten dran, die ich dann im Oktober nochmal ernten kann. Und was haben wir hier? Sehr viele schöne Erdbeeren, die auch tatsächlich Ende Oktober noch ausreifen. Ich hole mal eine raus, die kann ich dann zu Hause nachreifen lassen. Diese Erdbeere wird an der Spitze schon rot. Und tatsächlich haben wir hier noch ungefähr 20 bis 30 Erdbeeren dran, die wir dieses Jahr noch ernten können. Ja, meine Hühner und ich, wir haben noch einiges zu tun hier. Wir werden jetzt noch ein bisschen hier umgraben. Wir werden den Garten sozusagen winterfest machen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ganz einfach, Felix Hobbygarten abonnieren, Daumen nach oben geben und einen kleinen Kommentar da lassen mit einem Feedback, wie euch das Video gefallen hat. Bis demnächst, alles Gute und ciao. So, und jetzt werden wir hier nochmal ein bisschen was tun. Auf geht's. Ihr drei dahin, ihr vier dahin. Und ich hol die Schippe.